zu Mängeln an der Baustelle des Flughafens Berlin-Brandenburg. Danke, Frau Präsidentin. Herr Kollege Gelbhaar, die Antwort zu dieser Frage lautet wie folgt. Die Geschäftsführung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH hat in der Aufsichtsratssitzung am 15.12.17 bekannt gegeben, dass sie die Inbetriebnahme des Flughafens Berlin-Brandenburg im Oktober 2020 vorsieht. Die Festlegung auf diesen Inbetriebnahmetermin erfolgte nach Aussage der Geschäftsführung nach ausführlicher Prüfung und Risikobewertung. Zudem seien die Errichterfirmen der technischen Gebäudeausrüstung, die für die Abarbeitung der einzelnen Sachthemen wie Brandschutz, Türen, Sprinkler tätig sind, in den von der FBB überarbeiteten Terminplan eingebunden. Der Aufsichtsrat hat diesen Bericht der Geschäftsführung zustimmend zur Kenntnis genommen. Eine Befassung der Gesellschafter der FBB mit diesem Sachverhalt ist in der nächsten Gesellschafterversammlung im Februar 2018 vorgesehen. Die finanzierungsrelevante Gesamtkostenprognose für die bauliche Fertigstellung und Inbetriebnahme des BER wird nach Mitteilung der FBB aufgrund der aktuellen Terminplanung neu bewertet. Ein sich daraus ergebender Mehrbedarf soll vom Aufsichtsrat im März 2018 beraten werden. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatssekretär Bartle. Mir sind die Äußerungen und Verkündungen der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg sehr wohl bekannt und bewusst. Deswegen ging die Frage nicht darauf, noch einmal darzustellen, was die Flughafengesellschaft zu dem ganzen Thema BER verkündet, sondern was die Bundesregierung selbst aus eigener Erkenntnis oder aus Überprüfung der Erkenntnisse der Flughafengesellschaft, zu welcher Einschätzung und Auffassung sie gelangt ist, was Mehrkosten angeht und was eben auch diese Mängel angeht. Das ist mir vollkommen klar, dass Sie sich im Februar da zusammensetzen. Und ich will halt wissen, mit welcher Einstellung geht die Bundesregierung dahin? Was will sie dort verkünden? Was will sie dort erreichen? Auf welcher Grundlage wird sie dort Stellung nehmen? Bei diesem Treffen wird eruiert werden, welche Auswirkungen diese Zeitverzögerungen haben, welche Auswirkungen notwendige Nacharbeiten haben, also in welchem Umfang Mehrkosten entstehen. Und dann wird sicherlich im Aufsichtsrat auch darüber gesprochen werden müssen, wie diese Mehrkosten abgedeckt werden können. Aus Sicht der Bundesregierung wird es da zunächst darum gehen, die Eigenmittel in Anspruch zu nehmen. Darüber hinausgehende Finanzierungsmodelle müssen in Abhängigkeit der jeweiligen Konditionen geprüft werden. Für uns als Bundesregierung ist zunächst mal die Liquidität der Gesellschaft gesichert. Und das gilt zumindest für einen absehbaren Zeitraum bis Ende 2019, bis 2020. Was darüber hinausgeht, muss dann im Aufsichtsrat und in den entsprechenden Gremien beraten und detailliert festgelegt werden. Uns ist bekannt als Bundesregierung, dass ein neuer Finanzplan erarbeitet und vorgelegt werden soll. Wie dieser aber aussieht, können wir jetzt noch nicht beurteilen und auch nicht kommentieren. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dann frage ich noch mal nur bezüglich der Mängel nach. Hält denn die Bundesregierung nach eigener Einschätzung den aktuellen Zeitplan zum BER für belastbar und steht sie dahinter oder wird sie das künftig stärker als bisher hinterfragen? Die Bundesregierung hat zur Kenntnis genommen, dass ein neuer Eröffnungstermin benannt worden ist, der fachlich geprüft wurde. Ich gestehe Ihnen aber zu, dass man ja gewisse Erfahrungen mit diesem Projekt gemacht hat und deshalb die Glaubwürdigkeit von Eröffnungsterminen auch nach fachlich sorgfältiger Prüfung nicht immer gegeben war. Die Fragen 28 bis 32 zu Ihrem Geschäft.